Was, hier gibt's sonst nichts zu plündern in dem... Das gibt's doch gar nicht. Ein bisschen Blut baden. Oh. Das glitscht und glitscht. Na gut, wenn das Blutorakel es so will. In welche Richtung... Oh, ich wollte gerade die Aussicht genießen. Hier hoch gehen wir. Aber eigentlich... Oh, ein goldenes. Und da ist die Bärin. Egal, wir gehen trotzdem hier hoch. Ja, ich wollte gerade mal ein bisschen die... Fotomodus. Oh ja. Fotomodus. Nee. Ach so, ich muss mich erstmal umdrehen. So. So. Fotomodus. Jetzt, machen wir das, wie so. Nee, ich wollte ein bisschen, L und R umkreisen. Hä? Was ist das? Oh Gott, was da mal alles machen kann. Nee, also nochmal probieren. So. So. Und jetzt will ich... Ja, weiter raus. Naja, so richtig. Haben wir mal ein Foto gemacht, aber so richtig. Y ist Vorschau. Okay. Aber vielleicht nehmen wir das doch als Thumbnail. Mal sehen. Diese Richtung. Jetzt habe ich mich ganz ablenken lassen von dem Fotomodus. Habe ich mich total ablenken lassen. Was wollten wir denn jetzt eigentlich machen? I don't know. Okay, wir erklimmen mal den Berg von Korinth. Wenn es der Berg von Korinth ist... Da schnauft sowas weg. Halt. Ein paar... Oh. Da ist wieder ein kleiner Söldner. Das sieht so astrein aus, oder? Markierung setzen. Schwebemodus ist das. Klar. Was ist denn da? Ach, schnell rein. Oh, das geht auch. Cool, ich kann mit Hilfe des Adlers eine Schnellreise machen. Das fetzt. Ja, ja, da wollen wir hin. Okay. Bruder. Sag bloß, das ist eine Höhle und ich muss wieder nach unten, oder? Jetzt klettern wir fleißig hoch, damit wir dann wieder hinabsteigen können, oder wie? Sieht mir fast so aus. Warte mal, ich kann doch den Schätzchen da... Nee. Nicht hier, hier. Nee, hier auch nicht. Nee, da auch nicht. Mann, was ist denn nur los? Ich kann den doch markieren. Dann markieren wir den erstmal uns. In der Hoffnung... Nee, das ist mitten im Berg, oder? Aber wo ist der Zugang zum Berg? Ich muss mich verstecken. Ich denke, das ist mitten im Berg. Ich weiß es nicht. Ein Eingang. Wenn du mir einen Eingang zeigen würdest, das wäre gut. Nicht, ja? Vielleicht ist ja doch der Eingang da oben. Tja... So richtig glaube ich nicht dran. Hm? Naja, wir gucken erstmal da hoch. Mal schauen. Vielleicht geht es ja steil hinab. Komm jetzt. Und jetzt nur? Sind wir hier oben und das... Okay, wir finden ein bisschen Rohstoffe. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja,
Bergkoryphäe. Koryphe. Mhm. So richtig weit bringt uns das nicht. Das ist wieder was. Wo könnte denn der Eingang sein? Vielleicht doch da unten. Na gut, wir suchen mal da unten. Aber so richtig. Hier? Nee. Ich glaube nicht, dass sie unten ist. Nee. Ich glaube es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Der Eingang ist bestimmt auf der anderen Seite. Ja, wahrscheinlich ist er auf der anderen Seite. Vom Berg. Ja, naja gut. Haben wir mal ein bisschen die Landschaft kennengelernt. Wäre natürlich toll, wenn das... Nein. Dafür sind wir jetzt schon zu weit weg. Na gut. Müssen wir doch wieder nach oben. Alles, was wir vorhin schon mal hochgeklettert sind, müssen wir jetzt wieder hochklettern. Das ist natürlich nicht sehr erbaulich. Wurde auch nichts offenbart, wie das jetzt heißt, der neue Ort. Hm. Schade. Wie sieht's denn aus, wenn wir einfach mal dahin gehen? Da waren aber, da war noch ein anderes Fragezeichen, ne? Und da ist bestimmt dann der Eingang, schätze ich. Und wir machen einfach nur wieder ein paar Schritte. Doppelt und dreifach. Na los, komm, kletter ein bisschen. Ja. Ja, genau so ist es. Die erschöpfte Silbermine. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, aber wir wollen doch kämpfen. Hm, genau das ist es. Wenn das eine erschöpfte Silbermine ist, dann dürfte es ja für uns hier nichts geben. Aber da sehe ich schon unseren ersten Schatz. Ein paar Eisenbrocken. Bling, bling, bling. Unter uns ist auch was bling. Noch ein bisschen klettern. Wieso? So, helft mir doch! Hast du dich doch selber angezündet, oder nicht? Ey. Oder hat er uns auch angezündet? Hm. Na los, komm. Hier ist dein erster Schatz. Helm des Sieges. Bisschen Licht. Okay. Lass los. Oh, was ist denn mit dir? Manchmal hängt sie einfach gerne in der Wand, ne? Ein Vergnügen. Kommst du hoch zu mir? Ah, 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 er brennt da wieder.
Ja, was denn? Oh, was haben wir denn da? Da bist du ja! Au. Hier bin ich, das stimmt. Oh, da drängt mich in die Ecke. Ein bisschen Licht. Und er hat gar nichts. Dann halten wir uns. Ey, du lebst hier noch. Ich dachte, ich hätte dich ordentlich. Na gut. Ja, ich habe nicht nur einen Fähigkeitenpunkt. Das siehst du richtig, Spiel. Ich habe mehrere. Und den Schatz, den willst du mir wohl nicht geben? Wieder mitten in der Wand. Halt. Oh. Oh. Dankeschön. Wo gehen wir denn mal hin? Sieht aus, als wenn das Krokodile wären, aber... Ich glaube, das sind nur schlafende Jungs. Na gut, dann gehen wir mal in die Richtung. Jetzt sind wir mal nicht so... Wir lassen euch schön schlafen. 200 Attentäter. Nee, guck hier so. Ah, war gut, ne? Und tschüss. Mr. Banditos. Ja, na gut, dann, wenn du hier sagst, du willst geholt werden, Adlerhelm, dann holen wir dich. Was ist denn da oben? Du willst... Och Mann, was ist denn mit dir los? Hier kannst du doch ganz normal hoch. Oh. Ach, Mädel. Schade, dass sie immer nicht das will, was ich wohl will. Mine froh. Die Ilsebill. Geh'n ab. Na, spring doch mal runter. Ja, immer klappt's. Immer will sie nicht. Satt blink blink gemacht, aber... Ich sehe nicht, wo. Und wo geht's denn nach Hause? Da oben wahrscheinlich, wa? Bling hat's wieder gemacht. Irgendwas der Richtung, ja, da unten. Zweimal hat's... Oh, da. Naja, gut, komm. Ja, den nehmen wir noch. Jetzt haben wir schönes Eisen, natürlich. Hier drüben, komm. Eisen. Und jetzt geht's aber raus hier. Flixi Fluxi, raus. Lassi, lass. Ja. Das ist gut, das ist gut. Ja, da hat er, haben wir da mit dem Adler erst die Schätze entdeckt und dann den Ort. Na gut. Die erschöpfte Silbermine. Und hier hoch wollten wir dann. Palast des Agamemnon. War da irgendwas? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist aber wieder schön. Natürlich kann ich das hier nicht, ist ja klar. Sowas von Sperrgebiet hier. Nur wir werden noch... Los geht's. Naja, noch 20 Minuten noch ein bisschen zocken. Aktuell habe ich leider, leider, leider nicht so viel Zeit. Oh, halt, halt, halt. Eins. Sind das noch Wildschweine? Oh ja. Da könnte ich eigentlich mal wieder mal auf unser Giftdolch wechseln.
Ja. Oh, da gibt euch. Und ein bisschen Leder holen. Wie der auch schön hinterher springt. Na los. Hey. Der Dolch ist cool. Na? Ja. Oh. Hey. Na komm, jetzt noch ein Schlag. Also ein Gift, sag ich schon. Ein Giftset machen wir auf jeden Fall. Wo? Großartig. Ich hab doch hier auch... So ein Hirsch muss doch hier liegen. Tja. Oh, hier ist alles voll. Ein Wild hier. Ein Bild. 16 Leder, das läppert sich. Ach so, das ist mein Pferd. Ja, aber dann ist doch hier unten. Hä? Ach, ich weiß. Die Tiere, die tun ja auch so blinken. Ja, na gut, egal. Ich habe jetzt ja nach Schätzen gesucht, aber die Tiere machen ja auch das Geräusch. Ja. Wo bist du denn? Au. Ich dachte, die... Ja, doch mit dem... Das Königreich von Agamemnon und Perseus. Ich sollte vorsichtig sein. Das Königreich von Agamemnon und Perseus. Ja, so eine richtig, richtig schöne Giftrüstung. Mit, weiß ich nicht, 200% Giftschaden oder so. Das, man kann ja noch träumen. Na, dann zeig mir mal den Panoptes. Der Wächter des Waldes. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Panoptes. Was war das? Wasser! Wasser! Ja. Ich habe immer noch... Ja. Ich habe immer noch das Gift. Ey, komm. Ah ja, es klappt schon. Ja, Gift ist nicht so gesund. Da macht sogar der Bär hier. Oh, 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 oh. Kommt, Jungs. Na? Ja, die Dolche sind schön schnell. Wer schießt denn da eigentlich? Ach du. Hallo, schlag doch mal. Ja, so macht man das. Dankeschön, Panoptes. Boah. Also die Dolche sind schon... die sind schon flott. Kannst du nicht meckern. Hier, ein Schätzchen. Eine Attentätergürtel. Sonst ist hier nichts weiter. Bei den Panoptes. Ne. Da haben wir uns ganz schön durchgeschnitzelt. Hat Spaß gemacht. Okay. Panoptes war einmal. Wie sieht's denn aus?
Wir gehen hier hoch, oder? Ich weiß es gerade nicht. Nee, wir gehen mal hierher. Wir gehen einfach mal dahin. Und zwar... Ja, das geht natürlich nicht. Ist ja klar. So, kannst du jetzt hier? Auf geht's! Jetzt geht's wirklich auf. Wir wechseln mal wieder. Und Bewegung! Nee. So. Na los, komm. Wir wechseln mal wieder das Schwertchen. Gab's eigentlich irgendwo eine Übersicht? Über die ganzen Feiers Schweinehof? Komm schon, komm. Wo ist der denn, der Schweinehof? Hier etwa? Das ist aber nicht so dolle, ha? Huh? Aber nehmen wir mit. Komm hier. Hallo, ich drücke und ja, jetzt. Was du immer zu den Waffen willst. Hey. Da plustert er sich auf. Ja, komm. Hast du dir verdient. Hey, Jungs. Und Söldner auch noch. Okay, dich nehmen wir mal hier. Ja. Und dann gehen wir mal auf dich. Na komm, ihr Bauern. Tundarius, der Panik erfüllte. Wir sammeln mal ein bisschen. Okay. Das mit dem Zeitlupen. Das Timing mit der Zeitlupe, irgendwie habe ich das noch nicht so ganz raus. Au. Dann machen wir ihn hier und jetzt hier. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Er musste doch auch nicht. Jetzt noch ein bisschen Feuer. Aua. Ja, das brennt. Ja. Ja. Dann ginge er dahin. Der arme Tundarius, der Panik erfüllte. Wer ihn unterschätzte, hatte nicht mehr lange zu leben. Tundarius, der Panik erfüllte, lief vor seinen Ängsten nie davon, sondern stürmte mit dem Kopf voran auf sie zu, getrieben von einer manischen Energie, die die meisten bald zu fürchten lernten. Ja, dann haben wir uns jetzt ganz schön gefürchtet. Und nehme natürlich die schönen Sachen mit. Und dann gibt es natürlich wieder einen neuen Söldner, ist klar. Ja, ich befreie dich. Hallo, Freundchen. Bitteschön. Gefangenenbefreiung. Und noch ein Söldner, na klar. Und das Pferdchen hockt da. Riesenstreitkolben. Und der andere Schatz ist hier. Na los. Ein Attentätergürtel, na klar. Fayas Schweinehof. Oh, da ist mein Söldnerfreund. Jemand zahlt gutes Geld für deinen Tod. Wer denn? Lass den doch nicht. Ja. Mist.
Ja. 15 Sekunden können lange sein. Das hat nicht ganz funktioniert jetzt. Die letzte Attacke. Aua. Die letzte Attacke hat nicht ganz funktioniert. Na gut. Mussten wir wieder mal einen um die Ecke bringen. Und zwar den Mykytos der Ziegenjäger. Mykytos der Ziegenjäger behauptete vor vielen Jahren im Wald Aigipan abgeschossen zu haben. Was? Abgeschossen zu haben? Ja, was denn? Wie denn? Es heißt, der Pfeil habe Aigipan nur ganz leicht am Knöchel gestreift, ehe ihm die Flucht gelang. Mykytos sah ihn niemals wieder, doch viele meinten, dieser Tag beschäftige ihn bis heute. Ach so, der Aigipan ist ein Jemand. Oder ein S. Oder was auch immer. Ja, komm, gib mal schon her. Oh. Rostiges. Ja, das ging interessant. Nee, wir reiten mal hier rüber. Und dann reiten wir hier rüber. Ja, das ist ein guter Plan. Natürlich. Wie konnte ich nur? Ach, hier steht jemand. Und los, Galoppi. Hoppi, hoppi, flop. Uah, das sieht ja toll aus. Was ist denn das für ein Apparat? Das ist die Hydra, hätte ich fast gesagt. Tödliche Blick der Gorgone. Ich frage mich, wie der Bildhauer sie so perfekt nachbilden konnte. Interagieren. Ruinen des Käfigs, das Heiligtum. Hier ist doch bestimmt... Das ist doch jetzt ein Rätsel, oder? Kalt wie Stein. Mich findest du auf der Zungenspitze, doch pass auf, dass ihr Blick dich nicht verzehrt. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was wir für eine Gravur bekommen haben. Naja. Habe ich nicht gesehen. Ist ja sonst noch was? Das war ja jetzt toll. Oh, die Ruinen von Kephisos Heiligtum. Ja, die machen wir noch. Was, siehst du mich wohl? Oh, du hier. 80.000. Was glaubst du, was du hier machst? Naja, ich tue hier ein bisschen mich erholen. Okay, Jungs. Kommt ran. Ich mach mal ihn hier und dann ihn. Ah, es hat wieder nicht funktioniert. Warum auch immer. Nicht. Ja. Komm, Jungs. Au. Jetzt hat's mal funktioniert. Und er brennt fleißig vor sich hin. Und da war er tot. Aber dann müssen wir ihn mal fix plündern, oder? Nee. Nichts zu plündern. Dann halten wir uns an ihm gütlich. So. Auch nichts zu plündern. Na, was ist denn hier los? Dann holen wir uns erstmal die Sachen hier. Den Pilos-Helm. Was haben wir denn noch? Ein Schatz und eine antike Tafel. Alles beides da. Na gut. Ja, schön. Ja, danke.
Oh, wieder eine schöne Truhe. Eine Sense. Und dann haben wir hier eine antike Tafel. Und das war's mit den Ruinen. Ah, dass wir vorhin dieses Rätsel so gefunden haben. Das war ja cool. Ja. Lass uns mal da hochkommen. Das ist doch bloß, es geht nicht. Das würde mich aber jetzt traurig machen. Ey. Komm, und hier? Geht's hier? Ja. Was? Ey, das kann doch nicht sein. Du kletterst überall hoch. Ah, oh, die Texturen sind aber auch schlecht hier. Guck mal her. Komisch, ne? Das... Naja, gut. Dann soll es halt nicht so sein. Na, dann ist es halt so alt. Ja. Na, wie gesagt, nächstes Mal geht's hier rüber. Mal sehen, ob ich zwischendurch wieder ein bisschen zocke. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Aber hier ist jetzt erstmal Folgeende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst euch gut gehen. Gehabt euch wohl. Und immer schön gesund bleiben. Dankeschön. Und tschüss.